6 Nahrungsmittel für eine bessere Verdauung. Verstopfung kann sehr unangenehm sein. Wenn keine regelmäßige Darmentleerung stattfindet, führt dies oft zu einem aufgeblähten Magen und einem Schwerefühl. Doch es gibt viele natürliche Mittel, die in dieser Situation helfen können. In diesem Beitrag werden Sie mehr über verschiedene, natürliche Abführmittel erfahren, die sehr vorteilhaft für den Organismus sein können und keine Nebenwirkungen haben. Außerdem können diese einfach und so oft wie nötig eingenommen werden, da sie natürlich sind. Sie sollten jedoch natürlich trotzdem nicht übertreiben. Bananen. Bananen enthalten viele Ballaststoffe und sind deshalb ausgezeichnet für eine gute Verdauung. Diese leckere Frucht beinhaltet auch Fruchtoligosaccharide, sehr effiziente Wirkstoffe, die zur Verbesserung der Darmflora beitragen. Deshalb sollten Sie täglich Bananen essen, insbesondere wenn Sie an Verstopfung leiden. Äpfel. Äpfel sind reich an Pektin, ein pflanzliches Polysaccharid, das zu einer guten Darmfunktion beiträgt. Auch Apfelessig hat eine starke abführende Wirkung und ist deshalb sehr empfehlenswert. Sie kennen sicher den Spruch, ein Apfel am Tag hält den Arzt fern. Jeden Tag einen Apfel zu essen kann vielleicht etwas langweilig werden, es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten. Sie können Apfelsaft trinken, der köstlich schmeckt, oder 1-2 Löffel Apfelessig in einem Glas Wasser zu sich nehmen, am besten auf nüchternen Magen. Beeren. Manche Beeren wie Heidelbeeren, Erdbeeren und Brombeeren enthalten viele Antioxidantien, die bei der Darmreinigung eine wichtige Rolle spielen. Diese Früchte schmecken auch sehr lecker und sind vielseitig verwendbar, in Säften und Sakes, zum Frühstück im Joghurt oder mit Cerealien, oder alles zusammen, verbessern diese Beeren die Verdauung. Karotten. Die Karotte ist ein hervorragendes, natürliches Entgiftungsmittel. Ein häufiger Konsum wird Ihnen helfen, die Darmfunktionen gesund zu halten. Am besten werden Karotten roh verspeist, im Salat oder in Säften. Wenn Sie gekochte Karotten bevorzugen, empfehlen wir gedämpfte, damit die gesundheitsfördernden Eigenschaften nicht verloren gehen. Wenn Sie noch mehr Möglichkeiten suchen, möchten wir Ihnen eine spezielle Empfehlung geben, die auch den Kleinsten Ihrer Familie schmecken wird. Essen Sie geriebene Karotten mit Honig. So schmecken sie köstlich und Sie profitieren zusätzlich von all den positiven Eigenschaften des Honigs. Zwiebel. Die Zwiebel ist nicht nur ein ausgezeichnetes Hausmittel gegen einen erhöhten Cholesterinspiegel, sie kann auch vorsorgend gegen schwere Krankheiten wie Krebs konsumiert werden und ist ein guter Antioxidant. Zwiebel enthalten viel Vitamin C und E und wirken abführend, denn sie verbessern die Darmbewegungen und ermöglichen so eine normale und regelmäßige Darmentleerung. Tomaten. Die Tomate ist ein hervorragendes natürliches Abführmittel. Sie beinhaltet viele Ballaststoffe und ist deshalb für Darm und Prostata sehr empfehlenswert.
der in Tomaten enthaltenen Wirkstoff Lycopen, der diesen die schöne rote Farbe verleiht, schützt diese Organe vor Krebs. Fazit: Wenn Sie diese Ratschläge beachten, können Sie Ihre Verdauungsprobleme heilen und die Verstopfung wird der Vergangenheit angehören.